Salut, ihr Ex-Teamkollegen. Jorik Rawe meinte vor dem Spiel, es sei natürlich speziell, gleich gegen GC zu starten, aber auch gut, so habe er es gleich hinter sich. Den umgekehrten Weg ging Haris Tabakovic, von IB vor dem Spiel noch verabschiedet. Dann geht's bei GC auf die Bank, die prominent besetzt ist mit Philipp Senderos. Er soll nicht gleich auf einem Kunstrasen wieder eingreifen. Dafür kommt in der GC-Innenverteidigung ein 17-Jähriger zu seinem Super-League-Debüt, Jan Bammert. Die IB-Abwehr wieder mit Captain Steve von Bergen. Sein langer Ball zum anderen Rückkehrer, Guillaume Waro. Dann Gernt, wieder der Franzose, wieder Waro und Mall lenkt den Ball an den Pfosten. Guillaume Waro nach langer Verletzungspause zurück und nach 10 Minuten fast schon wieder Torschütze. Die Young Boys spielbestimmend, die Verletzten sind zurück, die Dominanz ebenfalls. Suleimani scheitert an Mal. Da bezahlt der junge Jan Bammert Lehrgeld. Seinen Fehler bügelt aber Joel Mal aus. Er hat sich den Stammplatz im GC-Tor wahrlich verdient. Jorik Rawe bereits bestens ins IB-Spiel integriert, sein Zuspiel zu Gernt dürfte man durchaus verwerten. Auch mit dem Knie. Hat aber nicht geklappt. Die Young Boys müssten längst führen. Benito gegen Bauer. Dann Waro kompromisslos und der Ball kullert ins Tor. 1:0, die hochverdiente IB-Führung nach 28 Minuten. Zuerst das Duell Benito gegen Bauer bis fast zur Grundlinie. Das ist wichtig, denn dadurch hebt Bauer, nun nicht mehr im Bild, das Abseits von Gernt auf. Gernt berührt den Ball zwar nicht mehr, aber irritiert natürlich schon mal. Aber eben kein Abseits, Tor, alles korrekt. Eine halbe Stunde vorbei, GC noch ohne Torchance. Eckball Kellström. Und der Ausgleich. Florin Camberi trifft aus dem Nichts. Aber wie? Ein Zaubertor. Mit dem Absatz. So ähnlich hat Zlatan Ibrahimovic einst getroffen. Nun Florin Camberi, der 20-Jährige, muss sich noch kaum rasieren und wird schon in einem Atemzug mit Ibrahimovic genannt. Dann Rawe für Ibe. Und Waro trifft schon wieder. Aber das Tor zählt nicht. Abseits wird angezeigt. Vilotic und Zakaria sind zwar im Abseits, greifen aber nicht ein. Waros Tor wäre korrekt gewesen. Nun ist es ein richtig gutes Fußballspiel, denn GC kreiert nun auch Chancen. Camberi, der dreht richtig auf, mit Übersicht. Gaio, solche Möglichkeiten hat er auch schon verwertet. Und gleich nochmals die Grasshoppers. Diesmal mit dem Topscorer, Munas Dabur. Aber auch er trifft nicht. Mvogo stark, 1:1 zur Pause. Auch nach dem Seitenwechsel geht's flott weiter. Ein richtiges Spitzenspiel. Bauer. Und Basic verfehlt das Ziel nur knapp. Auf der anderen Seite setzt sich Zakaria herrlich in Szene. Vernascht gleich zwei Gegenspieler, eine Aktion, die ein Tor verdient gehabt hätte. Es geht hin und her, Eckball GC, das ist immer gefährlich. Dabur, Mvogo mit einer wunderbaren Flugeinlage. Die 14.400 Zuschauer bekommen wahrlich was zu sehen. Nach 73 Minuten kommt Shani Tahashai, der künftige Everton-Spieler, war krank und deshalb zuerst nur Ersatz. Sein Teamkollege aus der Vorrunde wirbelt weiter. Rawe und Waro direkt auf Mal. Beide Teams wollen den Sieg. 87. Minute, Dabur. Tahashai, Tabakovic jetzt auch im Spiel. Dabur und Gaio vergibt den Matchball. Ja, gibt's denn das? Der eingewechselte Scott Sutter war mit den Zehenspitzen noch dran. Das war wichtig, das war entscheidend.
Noch ist nicht Schluss. 90. Minute. GC drückt, Ibe wankt. Tabakovic, schön, Dabur, zurückgepfiffen. Abseits, aber es war gleiche Höhe. Pech für GC. Nachspielzeit, es spielen nur noch die Zürcher. Dabur und Mvogo muss ein letztes Mal eingreifen. Es bleibt beim 1:1 nach einem spektakulären Spitzenspiel. Rave hat seine Ex-Kollegen gefordert und wurde von ihnen gefordert. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. In der ersten Halbzeit haben wir sie in Schwierigkeiten bringen können und hatten viele Chancen. Wenn wir mit 2-3 Toren in die Pause gehen, wäre das auch nicht unverdient. Aber leider konnten wir die Chancen nicht verwerten und sie kamen vermehrt in gute Schusspositionen. Diese konnten sie vor der Pause nutzen. In der zweiten Halbzeit hatten wir 20 gute Minuten. Danach standen wir zu weit auseinander und sie kamen wieder zu Chancen. Wenn wir uns jetzt die guten Sachen aus der ersten Halbzeit zu Herzen nehmen, ist das gut. Zufrieden schon. Wenn man den Schluss anschaut, hätte man noch ein 2:1 machen können. Aber wir haben gewusst, dass es schwer hier in Ibe wird zu spielen. Aber den Punkt nehmen wir mit. Erzählen Sie ein bisschen von Ihrem Zaubergoal. Es war eigentlich nicht so geplant, dass ich dort in den ersten Pfosten gehe. Aber ich habe gesehen, dass der Ball dort ankommt. Und dann habe ich einfach den Fuß angegeben. Und glücklicherweise ist er dann hinein.